So, ich war jetzt eine Woche krank, bin jetzt wieder zurück aus dem Höllenloch der Viren und Bakterien, habe mir nichts Böses gedacht und bin einfach mal ins Internet gegangen und habe geschaut, ob es irgendetwas Neues gibt. Vielleicht ist ja alles okay mittlerweile, vielleicht steht die Welt wieder geradlinig da auf beiden Beinen und alles ist gut. Vielleicht waren die letzten 3 Jahre ja einfach bloß ein absurder Fiebertraum von mir. Kann ich ja nicht wissen. Und dann habe ich aber das gesehen, worum es in diesem Video geht, und da habe ich natürlich leider sofort gewusst, das kann kein Fiebertraum gewesen sein, weil so abartig, so absurd und so gestört können Träume gar nicht sein. Wir alle wissen, dass sexuelle Übergriffe und Belästigungen auf Frauen immer mehr zunehmen. Wir alle wissen auch, woran das liegt. Wir dürfen es natürlich nicht aussprechen, weil wir sonst böse Radikale wären. Die Realität da draußen ist schon richtig radikal. Aber trotzdem weiß jeder Bescheid. Das Problem ist nur, dass es sehr schwierig geworden ist, Frauen auch effektiv zu schützen. Ganz einfach, weil Frauenrechte und insbesondere auch Menschenrechte, die ja beide Geschlechter umweben, nicht so genau genommen werden hier in Mitteleuropa. Und warum? Ganz einfach, weil über diesen Menschenrechten noch eine Ideologiestufe steht. Das ist die höchste Stufe. Eine Ideologie, die man niemals hinterfragen darf. Und ein bestes Beispiel dafür ist dieser Vorfall, bei dem ich mir wirklich auf den Kopf habe greifen müssen, als ich das gelesen habe. Man glaubt es wirklich gar nicht mehr. Und zwar gab es an der FU in Berlin immer wieder sexuelle Belästigung eines einzelnen Mannes gegenüber mehreren Frauen. Und jetzt ist es doch tatsächlich schon so weit, dass man sagt, man dürfe in diesem Fall nicht die Polizei rufen, weil man sonst, haltet euch fest, rassistisch wäre. Die Begründung dafür liefert der Allgemeine Studierendenausschuss. Ganz kurz noch dazu, früher hieß das Ganze ja mal Studentenausschuss, darf man heutzutage ja auch nicht mehr sagen, weil Geschlechter sind ja heutzutage auch eine Verschwörungstheorie, beziehungsweise in diesem Fall das generische Maskulinum ist natürlich auch schwerst sexistisch. Wir machen es natürlich trotzdem, und der Allgemeine Studentenausschuss meint konkret, wir möchten jedoch unbedingt darauf hinweisen, dass Polizeieinsätze für von Rassismus betroffene Menschen grundsätzlich mit einem erhöhten Risiko einhergehen, Polizeigewalt zu erfahren. Sie meinen nämlich, dass dieser Täter sich in einem psychischen Ausnahmezustand aktuell befindet. Man kennt das ja auch schon sehr häufig aus der Vergangenheit, dass gewisse Täter dann auf einmal psychisch labil waren und daher auch vermindertes Strafmaß bekommen haben. Und so soll man gar nicht erst auf die Idee kommen, die Polizei zu rufen, sondern nur den lokalen Sicherheitsdienst, weil es sich ja sonst um Rassismus handeln könnte. Und dieser arme, arme Täter, den muss man natürlich schützen. Und vielleicht dazu noch ganz gut passend von einer roten Politikerin hier ein Tweet, der in diesem Zusammenhang wirklich wieder einmal zeigt, wie hier in Deutschland mittlerweile aus einem gewissen politischen Spektrum gedacht wird. Hier hat nämlich Christian Lindner garnische Studenten gefragt, wer denn jetzt hier in Deutschland vielleicht arbeiten möchte und auch leben möchte, aufgezeigt haben, nicht wirklich viele. Und darauf meint sie, wundert euch etwa, dass niemand nach Deutschland will? Für Schwarze in Deutschland vergeht kein Tag ohne Rassismus. Hinzu kommen die sprachlichen Hürden, es wird ganz schwer für uns hier zu Lande. Ja, das sieht man natürlich dann bei solchen Fällen. Also ich finde das natürlich dann in diesem Zusammenhang auch einen guten Schritt gegen Rassismus, wenn man einfach bei Kriminalfällen einfach die Polizei gar nicht mehr ruft, wenn es sich eben um Menschen mit Migrationshintergrund handelt. Das ist eindeutig ein richtiger Schritt, und die Frau Cebli hier hat natürlich auch es richtig erkannt. Deutschland ist so wahnsinnig rassistisch, dass hier niemand her möchte. Es liegt auch unter gar keinen Umständen irgendwie an der massiven Bürokratie, an den hohen Steuer- und Sozialabgaben und auch schon gar nicht an dieser menschenfeindlichen Politik der letzten Jahre und an diesem unglaublich grausigen gesellschaftlichen Klima, das hier aktuell herrscht. Nein, das liegt rein am deutschen Rassismus. Und daher, richtiger Schritt natürlich an dieser Stelle, einfach nicht mehr die Polizei rufen.
Also in diesem Fall leider kein Fiebertraum, da wünscht man sich ja schon fast wieder krank zu sein. Aber wenn wir uns ganz ehrlich sind, überraschen sollte einem so etwas auch nicht mehr. Ich bin es trotzdem irgendwie immer wieder, weil es immer absurder wird. Bitte sehr gerne eure Meinung noch dazu in die Kommentare. Seid ihr oder wärt ihr bereit, euch als Rassisten betiteln zu lassen, wenn ihr in solchen Situationen die Polizei ruft? Bitte sehr gerne auch nochmal in die Kommentare schreiben. Ich bin natürlich meinerseits ein guter Mensch und würde natürlich nochmal beide Augen zudrücken. Ich habe nichts gesehen. Ich bin natürlich jemand mit absolut reinem weißen Hemd. Aber wie seht ihr das? Bitte sehr gerne kommentieren. Ich wünsche euch wie immer alles Gute, abonniert mich noch gerne hier auf YouTube, schaut unbedingt bei Telegram vorbei und wir sehen uns spätestens beim nächsten Mal wieder.